das mal wieder Musik reinballern, ist natürlich, ist jetzt halt bloß, wie gesagt, Testaufnahme, hab ich jetzt mir immer gesagt, aber wie gesagt, wenn es Leute gibt, die es bis jetzt immer noch nicht geschnallt haben, ich will jetzt nicht böse sein, aber es gibt solche Leute, natürlich nicht auf meinem Channel, ihr seid ganz lieb, ihr seid die besten Freunde, das will ich auch mal sagen. So. Man muss sich ja gleich angesprochen fühlen, das ist ja auch so ein Ding, man, wenn man hier gleich sowas sagt, Alter, fühlt sich angesprochen und so. Boah, das hasse ich ja immer, da könnte ich eigentlich in die Fresse schlagen, Alter, es geht doch nicht um dich, ey. Ach Mensch, kennt ihr das? Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich schon. Also was kennt ihr nicht, Freunde, was kennt ihr nicht? Was ich nicht kenne. So, außerdem Truthauen. Willst du auf den Poppes haben? Ich wollte gerade sagen, die Ziege frisst den Truthahn. Das war natürlich ein bisschen... Zeig mir die... Na, da war ein Ende wieder gerade. Ja, ist ja gut, Ziege. Ist ja gut, wir wissen, dass du auch hier auf YouTube gesehen werden willst. Hier, das ist die Ziege. Die Kölner Ziege ist ein bisschen weiß geworden. Na, was willst denn du jetzt hier? Die will hier rein, ne? Ja. Ich sag dazu mal gar nichts. Die beobachtet uns, ne? Das ist bestimmt eine von der NSA. So einen kleinen Mikrochip im Kopf hat. Die so die ganze Zeit abscannt die Gegend. Ist er wahrscheinlich auch, ne? Ich glaube, wir sollen sie töten. Nein, ich kann dir natürlich nichts antun. Oder doch? Nein, oder doch? Nein, oder doch? Nein, na gut, ich höre ja schon auf. Ich weiß, ich lenke wieder schon Thema ab, aber... Naja, das ist meistens so bei mir. Vor allem, wenn ja so eine Ziege in der Nähe ist. Meine Güte, was will denn die von mir? Ist die schwul? So, sorry, wenn ich das gerade gesagt habe. Ist ja auch so ein Thema, ne? Ist ja auch, gerade wenn man so das Thema hat, Jugendsprache, ist jetzt... Das ist gar nicht... Nee, was sagt man dazu? Will ich jetzt gar nicht... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es wird ja meistens, bei Jugendsprache ist ja so, dass es meistens überzogen wird, die Sprache, halt so ganz, was gar nicht darauf zutrifft, zum Beispiel, boah, was haben wir da für ein Thema gerade, ich weiß es gar nicht. Da müsste ich gerade, was haben wir da zum Beispiel, boah, fällt mir gerade selber gar nichts ein. Ich verwende ja die Sprache, ehrlich gesagt, na gut, ich verspende sie schon, also, so ganz kann man die nicht aus dem Kopf bekommen, das ist natürlich klar, aber, naja. Ist mir auch noch die Schaufel kaputt gegangen. Och nein, das darf doch nicht wahr sein. So, die Schnecke versteckt sich wieder. Ich mach mal kurz zwei Kisten hier. So, Kiste. Ich brauche eine Kiste. Eine Minimiste. Es rabbelt in der Kiste. Was ist da drin? Ich weiß es nicht. So, eine Kiste. So, da tun wir erstmal den anderen Krempel rein. So, la. So, und dann brauchen wir Le Eisen. Das tun wir mal raus. Die Stickies können wir dann auch mal raus tun. Dann können wir uns die letzten Stickies für eine Silbereisenschaufel machen, ne? Wir müssen ja jetzt die neuen Wörter verwenden hier. So. Ach, das mit dem Wind nervt auch ein bisschen. Irgendwie schon. Naja, das muss man da halt alles testen, das ist jetzt halt alles eine Umstellung hier. Man muss sich halt dran gewöhnen, Freunde, das kennt ihr auch wahrscheinlich. An Dinge gewöhnen, an sich neue Dinge dran gewöhnen. Wenn zum Beispiel ein Neuer in die Klasse kommt, da ist zum Beispiel eine Ziege und... Haha, nee. Wenn zum Beispiel jetzt ein Neuer in die Klasse kommt, du musst dich an den gewöhnen, du kannst ihn nicht... Na gut, du kannst ihn schon ignorieren, aber das sollte man ja nicht machen. So, scheiße. Ich glaube, ich müsste das... Warte mal, ich schnapp hier mal gerade Erde... Dann mache ich mal das verfluchte Loch da endlich zu. Wir haben keine Erde. Willst du mich verarschen? Haben wir... Ach, das ist wieder eine Schnecke. So, wartet mal. Ich schau mir mal ganz kurz die Erde weg. Das kann ja nicht so weitergehen. So, wo hole ich mir mal Erde weg? Ich glaube... Hier kann man die Erde ein bisschen weggraben. So... Holen wir uns mal ganz kurz Erde hier. Natürlich wieder den ganzen Scheiß anfuhren.
So, aber ist ja natürlich kein Scheiß. Ich sage natürlich immer Scheiß. Aber es ist meine Jugendsprache. Ich bin natürlich noch jugendlich, da darf man das sagen. So, na gut, ihr wisst ja, was ich meine. So, die Axt ist jetzt ein bisschen Damage. So, ich wollte das Loch zumachen, ne? Ich bin auch ein Schlaumeier. So, Strauß, willst du verbuddelt werden? Letzte Chance rauszukommen. Dann halt nicht. So, kann man denn überhaupt hier... Geht das? Alter, ich bin so fies. Ah, der wollte nicht rauskommen, Freunde. Der wollte einfach nicht rauskommen. Deswegen... Tschüssi! So. So einfach kann man Probleme lösen. So einfach geht's, Freunde. Einfach daheim nachmachen. Einfach mal seinen eigenen Bruder in ein Loch buddeln und nie mehr ausgraben. Das macht besonders Spaß. Auch in Familien erhältlich. So. Macht auf jeden Fall Spaß. Macht ja freizeitig auch gerne. Einfach mal ein Sudel zum Beispiel lebendig in der Erde begraben. Das machen wir ja gerne. So, was ich jetzt gerade mal mache. Ich mache ja mal ganz kurz die Fackeln weg. So, das Holz, das können wir dann holen. Ich mache es jetzt einfach mal provisorisch ab. Wir müssen uns wahrscheinlich jetzt erstmal eine neue... Jawohl, wir müssen uns eine neue... So, jetzt müsste aber eine eigentlich reichen. So, haben wir Gott sei Dank Holz. Zack, machen wir uns ein paar Stiggies. So, dann machen wir uns mal wieder eine schöne Silbereisenaxt. So, und es wird gerade Tag. Ach, schön. Ich liebe das extrem hier mit den Schatten und so. Ist halt extrem geil, ne? Aber wie gesagt, haben wir ja schon beredet hier, was ich heute... Ich wiederhole irgendwie heute so gerne was. Also wie zum Beispiel mit der Musik, ne? Die Musik ballert das nächste Mal wieder rein, aber naja, wie gesagt, ich hab schon gesagt. So, das wollte ich bloß gerade feststellen, dass ich heute so viel rede, das gleiche Zeug. So, ich hoffe mal, dass da unten... Ach ne, wir haben ja eh die Monstern gerade, außer... Aber Tiere müssten da unten sind. Weil wir haben ja gerade eine Ziege da unten gesehen, was eigentlich... Was hat eine Ziege da unten zu suchen? So, Breakdance-Ziege! Breakdance! Du Breakdance! Breakdance-Ziege! Ziegenbock-Breakdance! Das ist die neue Sportart. Ziegen-Breakdance. Zum Beispiel dort mit dem Kopf wackeln. Das ist ganz trendy. Ihr Ziegen wackeln. Ziegen wackeln, Schwänzchen hoch, Ziegen wackeln, dreh. Hey. Was macht denn die Ziege da? Ist sie spastisch gelähmt? Ziege, geht's dir gut? Ziege? Geht's dir gut? Ziege, geht's dir... Also ich hab sie befreit natürlich, weil... Ich konnte dir das nicht antun, ich konnte dir das nicht ansehen, das hat mein... tierisches Herz bluten lassen und da konnte ich das einfach nicht mehr ansehen. Da muss ich es einfach notbedurft abschlachten. Naja, ach guck mal, unten haben wir ein Schaf eingesperrt. Naja. Das ist ja jetzt nicht so spannend, aber naja gut. So, ich glaube, ich mache da aber erstmal, oder? Ne, 17 Uhr, ich weiß es gar nicht. Heute kommen auch gar keine Folgen raus, weil ich ja noch Minecraft aufnehmen musste. So, ich kann natürlich parallel über den anderen Rechner deine Videos hochladen, aber naja. So, ich muss ja dann noch Neverwinter aufnehmen. Das muss ich ja auch noch machen. Ich wollte heute bloß nochmal schnell Minecraft aufnehmen, weil wie gesagt die Folgen gefehlt haben und weil ich das so unbedingt zeigen wollte mit den Shadern und alles. So, und ich glaube, es hat sich auch gelohnt, oder Freunde? Macht das euch Spaß? Ich weiß es ja nicht. Aber ich glaube schon, Alter, das ist... Wenn das nicht Spaß macht, der sollte sich schleunigst verstecken. Weil das ist einfach überaffen geil. So, haben wir Erde. Ich brauche Erde, ich brauche verflucht nochmal Erde. Wir haben immer noch keine Erde, ne? Scheiße. Ist natürlich prächtig. So, den See würde ich aber gerne behalten, da macht sich irgendwie schön. Ja, so schön, dass sie. Nee, ich kras hier mal ganz kurz hier ein bisschen Erde ab. Müssen wir dann halt aufpassen hier mit der Monsterfalle und so.
Aber so kann man das ja mal ganz kurz machen. Hier mal ein bisschen kleines Terraformchen, ne? Das haben wir ja alles schon. So. Machen wir den Kabel hier mal weg. Dann können wir ja das durchziehen, aber ich mache erstmal hier so ein bisschen weg. Haben wir dann ein bisschen Erde im Inventar. So, das Loch haben wir ja zugemacht. So, Kugel mal runter, sonst hau ich dich runter. So. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Erde im Inventar. So, wie viel haben wir jetzt? 64, 18, das geht. Können wir den ganzen Kabis jetzt erstmal zukleistern. So, ich wollte eigentlich... Obwohl, ich brauche erstmal... Alter, das ist extrem dunkel, ne? Jetzt wird's hell. Alter, ist noch komisch. Also, wie gesagt, das muss ich noch optimieren alles. Das ist noch ein bisschen falsch hier mit der ganzen Helligkeit und so. Da muss ich noch mal ein bisschen dran rumschrauben. Muss ich mir noch mal ein bisschen helfen lassen, weil so ganz bin ich da auch nicht so der Meister drin in sowas programmieren. So, was macht denn die Fackel da? Die ist wahrscheinlich da oben irgendwo. So, aber das lasse ich, glaube ich, erstmal. Dann mache ich mir mal hier so eine kleine Kacktreppe hin. So, und kleister das Ganze mal zu. So, die Tiere da unten, die haben Pech gehabt, die sterben einfach jämmerlich. Aber ist ja nicht mein Problem. So, ist ja ihr Problem, ne? Ist ja... So. Ich muss mal gerade gucken, wie lange ich heute überhaupt aufnehmen. Das ist dann noch Neverwind aufnehmen. Ich muss natürlich auf die Zeit achten. So, ich bin ja auch nicht der Typ, der viel Zeit hat. Weil mir geht's auch runter und drüber. So. Aber das Loch machen wir noch zu. Und gleich noch ein bisschen anfangen, das Haus zu bauen. Das würde ich mir heute auch noch ein bisschen wünschen. Dass wir zumindest... Ah, ich glaube, die Erde wird nicht reichen. Scheiße. Das hätte ich mir aber denken können irgendwie. So, da haben wir ja endlich mal... Hier ist zwar jetzt ein Schandfleck, aber... Naja, der war verdient, der Schandfleck. So, ich glaube, ich muss hier mal noch mal ein bisschen hier... Nee, ich mach's nicht. Ich bin immer so schnell abgelenkt, das merkt ihr euch wahrscheinlich. So, ich gras mir hier ganz schnell Erde ab. Damit wir hier noch ein bisschen dicht machen können. So. So, das müsste aber jetzt eigentlich reichen. Fast wieder ein Stack voll. So, eigentlich will ich gar nichts kaputt machen. Das sieht jetzt so zerstört aus, aber... Ja gut, das werden wir am Ende noch sehen. So. Jetzt aber erstmal Folgendes zumachen. Ich finde das so extrem spannend, ne? Also jetzt nicht so hier Erde klatschen und so. Ich finde das eigentlich auch mal cool... Wie gesagt, keine Musik drin zu haben. Das ist jetzt so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie es gewähren wäre, wenn ich jetzt die Musik angelassen hätte. Weiß ich jetzt nicht, wie das sich jetzt entwickelt hätte. Ob ich jetzt vom Durchdrehen war oder ob ich da keine klaren Worte fassen könnte. Und die Erde reicht schon wieder nicht. Willst du mich verarschen? Wie viel brauchen wir noch? Fünfer. Scheiße. Boah. Reicht's aber langsam mal. Fünf Stück, ey. Jämmerliche fünf Stück, ne? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, zack. Hammer. So, jetzt aber. 4. Habe ich jetzt vergessen? Es waren noch 5. Ist mich verarschen? Ach, ins Wasser gewimpst natürlich, der Arsch. Da sind die Rissen. So, jetzt müsst ihr aber alles zu sein, Alter. Die Tiere hier. So, so, dann zu den Kabis. Das war natürlich falsch. Und zack. Jawohl, wir haben es zugemacht, Freunde. Hehe, wir sind super. So. Ach, das ist eine Schnecke. Ich denke immer, das Wolle. Boah, ja, ist ja gut. So. Die Frage ist, wie machen wir denn jetzt unser Haus? Wie wollen wir es denn so schön haben? Ich weiß es gar nicht. Aus was für ein Material bauen wir unseres Haus, ist die Frage. Was würde sich denn hier so schön eignen? Ich überlege mal gerade ein bisschen.
Ich guck mal gerade aus dem Fenster, ob wir mal gucken. Ja, es schneit auch noch ein bisschen, so ein bisschen.